ist gestern Abend Vollbrand der Stallung, was hinter uns ist, gegen 22.30 Uhr circa ausgebrochen. Kurz danach sind wir alarmiert worden. Dann sind wir raufgefahren mit, ja, im ersten Moment mit 100 Einsatzkräften circa, was im ersten Alarm drinnen waren. War in Vollbrand gestanden. Dann haben wir ja sofort nachalarmiert. Wir haben also zum Schluss mit BRK, THW, Polizei ca. 230 Einsatzkräfte vor Ort gehabt. Also 10 Meter neben der Brandstelle ist ein Wohnhaus. Das konnten wir schützen. Da sind wirklich nur zwei Fensterscheiben kaputt gegangen sind. Von den Tieren, die in dem Stall waren, da gibt es jetzt aktuelle Meldungen? Also wir haben aktuelle Meldungen. Das sind, also im Stall sind ca. 1000 Tiere untergebracht. Und es waren so ungefähr um 200 bis 250 Tiere verendet worden, endet sein. Den Rest konnten wir retten. Die haben noch Kapazität in einem anderen Stall, da sind sie jetzt alle soweit untergebracht worden. Beziehungsweise die ersten sind beim Schlachter, weil die wären heute zu uns weggegangen. Von der Schadenshöhe gibt es da schon. Also die ersten Meldungen im Internet waren 500.000, das wird aber nicht langen. Wir sind, ich sage mal, bei 1 Million bis 1,5 Millionen Schaden.